Tischversuch. Hallo zusammen, ich präsentiere euch heute American Staffordshire Terrier. Hier seht ihr meinen Hund Bobby und er gehört auch zu American Staffordshire Terrier. Und hier seht ihr von näher und so sieht er aus. Warte Bobby, warte. Seht ihr, er hat Backen nur Muskel, seine Schädel oberhalb ist auch nur aus Muskeln. Hier seht ihr, wenn ich drücke, das sind nur Muskeln. Hier sind auch die Muskeln. Und hier die Muskeln, wo er hier hat, und die kann er benutzen, wenn er etwas zuschnappt. Die sind ja berühmt mit den Kiefer. Sie können bis zu 1,5 Tonnen beißen. Ich zeige euch mal ein bisschen über die Pitbulls, wie die können so schnell sein, wie sie können zuschnappen. Also ich versuche aus Holz. Und hier seht ihr Bobby. Und die hören sehr gut zu. Die machen alles aufs Wort. Und die sind sehr intelligente Hunde. Und die haben sie vorher in den USA haben sie aus Nanny Dogs benutzt. Also Nanny Dogs heißt für Babysitter. Also die haben einen Auftrag gehabt, den ganzen Tag lang. Die mussten immer die Kinder schauen von den Bauernleuten. Die mussten gehen arbeiten und wenig Geld haben. Und sie konnten sich nicht die Sitter leisten. Und so mussten die Hunde auch lernen, auf eigene Herrchen aufpassen, während sie arbeiten sind. Und hier seht ihr, Bobby, okay, bist du bereit? Auf die Plätze, fertig, let's go! Suchen! Und die sind sehr gut beim Rettungshund, Schutzhund. Ja, die kann man überall einsetzen. Die sind wirklich sehr sportliche Hunde. Für jeden Sport sind sie geeignet. Und ja, die sind, also ich erzähle Ihnen mal ein bisschen über die Rasse. Die sind immer gekreuzt worden. Mit Pitbulls, Bulldogs und am Schluss haben die American Staffordshire Terrier entwickelt. Und das ist die Endeversion von Pitbulls. Und die sind sehr liebe Familienhunde. Und die kann man nicht als Pitbull bezeichnen, sondern American Staffordshire Terrier, MSTF, Abkürzung, kann man die sagen. Sehr soziale Hunde. Aber die kann man einfach nicht für Hundeanfänger geben, weil das kann eine Tragödie führen, weil die sind sehr starke Hunde. Wenn man solche Hunde will besitzen, braucht man vieles zum Start holen. Also die Hunde können wirklich wie eine Pistole werden, also wie Waffen. Ja. Komm, Bobby. Hopp. Hier seht ihr. Hopp. Aus. Platz. Er läuft auf Wort. Muss er. Hopp. Aus. Also wenn man ihn aufzieht, es muss so funktionieren. Wenn man nur einen Befehl gibt, er muss das zulassen. Und hier zeige ich Ihnen ein bisschen, Bobby, wie er schnell kann säkeln. Ja. Also Bobby, bist du bereit?
Er ist immer noch am Suchen, ja. Und hinter mir höre ich den Hintergrund. Das ist ja, so eine laufende Person. Ist einfach auch dort, wo ich bin, ist sie absitzt. Danke, Bobby. Aus.